Die GEDOK ist der Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstförderer e.V., das älteste und europaweit größte Netzwerk für Künstlerinnen aller Sparten. Die GEDOK wurde 1926 in Hamburg durch die Mäzenin Ida de Mehl als Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen gegründet. Sie zählt heute rund 3500 Mitglieder in 22 deutschen Städten und Regionen und in Wien. Die Gruppe GEDOK Schleswig-Holstein vertritt die Sparten angewandte Kunst, bildende Kunst, darstellende Kunst, Literatur und Musik. Sie setzt sich über ein Netzwerk von Kontakten zu Kultur, Politik und Medien für die Interessen der Künstlerinnen ein. Am Donnerstag, den 23. Mai, präsentierte GEDOK Schleswig-Holstein eine Vernissage der Neuaufnahmen 2012 in ihre Vereinigung. Unter dem Titel Aufbruch zeigten die 8 hinzugekommenen GEDOK-Mitglieder ihre Arbeiten im Schuppen 6. Auf dem Akkordeon spielte Martina Tegmeier. Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Mai 2013 im Hafenschuppen 6 in Lübeck an der Drehbrücke zu sehen. Ganz herzlich willkommen. Im letzten Jahr, 2012, haben wir aus insgesamt 21 Bewerbungen 8 bildende Künstlerinnen aufgenommen. Für uns, die GEDOK Schleswig-Holstein, eine ganz beachtliche Zahl und durchaus positiv zu bewerten. Wir haben uns daher entschlossen, hier in diesem ganz besonderen Raum mit entsprechender Größe diese Ausstellung unserer Neuaufnahmen zu zeigen und sie somit im Lübecker Raum aufbrechen zu lassen. Das hat für uns alle ein ganz gutes Maß an Einsatz, Planung und Organisation erfordert, zumal alle beteiligten Künstlerinnen aus ganz Schleswig-Holstein bzw. Berlin kommen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Es war dieses Mal doch etwas mehr Aufwand als üblich. Lediglich unsere Musikerin Martina Tegmeier, sicher einigen bereits hier auch schon bekannt, lebt hier in Lübeck. Martina Tegmeier ist ebenfalls ein neues Mitglied in unserer Gruppe Musik, ganz neu und gibt hier und heute sozusagen ihren Einstand bei uns und verzaubert uns mit ihrem Akkordeon, den wir eben hören. Dieses gesamte Projekt, die Ausstellung läuft noch bis zum 30. Mai 2013, ist vom Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein gefördert worden, wofür wir sehr danken. Bedanken möchten wir uns auch bei der Lübecker Musik- und Kunstschule, besonders bei Frau Wachsmann, mit den 2 tatkräftigen Hausmeistern für ihren unermüdlichen Einsatz. Die 8 ausstellenden Künstlerinnen werden sich im Laufe des Abends kurz vorstellen. Sie
Sie werden einen kleinen Rundgang anbieten und sich dann mit Ihrer Kunst vorstellen. Vorher werden wir jedoch gleich im Anschluss Martina Tegmeier hören und dann möchte ich Sie bitten, sehr geehrte Frau Schopenhauer, das Wort zu ergreifen. Wir freuen uns sehr, dass Sie als bekannte Kunstfreundin und Kunstförderin heute Abend bei uns sein können, trotz der bevorstehenden Wahl. Gäste. Es gibt viele davon in Lübeck. Nicht alle können immer zu jeder Vernissage, die sie auch interessieren würde, kommen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dies nachzuholen. Und die Finissage ist auch immer so ein Zeitpunkt, an dem es sich ganz besonders lohnt, weil man dann nochmal das Resümee ziehen kann aus dieser Veranstaltung. Vor allem aber, liebe Künstlerinnen, sind Sie jetzt alle hier bei uns oder stehen Sie noch an Ihren Objekte. Ich habe ja schon einen kleinen Vorrundgang vorgenommen, weil ich es nicht aushalten konnte zu warten. Und ich habe diese Einladung wirklich sehr, sehr gerne angenommen zu der Vernissage mit dem Titel Aufbruch. Auch die Stadt ist im Aufbruch. Und Sie sprachen die Wahlen an, natürlich ist damit auch wieder eine Aufbruchstimmung verbunden. Aber insgesamt ist Aufbruch etwas sehr Positives, finde ich. Und Aufbruch zu neuen Ufern. Hier haben wir auch diese Uferszene, die wir in dem alten Haus der GEDOG immer mit der Abendsonne so genossen haben. Hier fehlt heute die Sonne. Auch die Türen können wir nicht öffnen. Aber das mag ja in den nächsten Tagen anders sein. Und ich glaube, dass die Aufenthaltsqualität auch an diesem Ort eine ganz besondere sein wird. Ich will gleich anmerken, dass diese Art von Veranstaltungen mit mir ganz persönlich auch besonders viel bedeutet. Nicht nur, dass ich Kunst studiert habe und es unterrichten durfte seit über 40 Jahren, nun kann ich auch seit vielen Jahren die Kunst ganz speziell und selbst mitfördern, indem ich nämlich das Rathaus zur öffentlichen Ausstellungsfläche erklärt habe und die Diensträume im ersten Stock regelmäßig für Vernissagen genutzt werden. Heute ist es also für mich ein genussvoller Abend in einer besonders heißen, termindichten Woche, denn ich lerne gleich 8 neue GEDOG-Künstlerinnen kennen und bin natürlich auch aus Eigennutz dabei. Vielleicht beginnen ganz zauberhafte neue Vernissage-Vorgespräche. Alle aus dem Bereich der bildenden Kunst und ich finde das sehr spannend, denn so viel Neuaufnahmen gab es lange.
wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde diese Ausstellungen auch immer gleichzeitig sehr bereichernd für alle, die die Zeit nutzen dürfen, sie zu besuchen. Und dann auch noch das Gespräch mit den Künstlern dazu. Lübeck ist bis heute konkurrenzlos die Kulturhauptstadt des Nordens. Das weiß auch die neue Ministerin Frau Sporndorf. Deswegen kommt sie häufig selbst zu Kultur- und Kunstanlässen. Die GEDE hat ihren beachtlichen Anteil daran. Als Stadtpräsidentin dieser wunderschönen Stadt möchte ich Ihnen allen, den Mitgliedern, dem Vorstand, den ehrenamtlichen Unterstützerinnen sowie den stetigen, verlässlichen Förderern dafür Dank sagen. Denn sowas geht nur mit verlässlichen Unterstützern. Unser guter Ruf als interessante, vielseitig ausgerichtete Kunstmetropole hat sich etabliert und ganz stark profitiert, hat es in erheblichem Maße durch die beständige, innovative und kreative Arbeit der GEDE, ihrer Gemeinschaft und deren unbeirrbares Engagement. Hieß es bis 2009 noch, zum Schrecken aller, GEDE wohin, so klingt Aufbruch als deutliches Signal, uneingeschränkt nach neuen Formen der Präsentation und mit ungebremster Energie zeitgenössische Kunst zu präsentieren, neue Formen zu suchen und diese Möglichkeiten dann auch nachhaltig zu nutzen. Und es sind vielfältige Möglichkeiten, die Sie auch schon genutzt haben. Der Dialog über Kunst und mit Künstlerinnen fördert die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen, das wissen wir. Je mehr Menschen auch an zeitgenössischer Kunst und Kultur teilhaben können, desto offener und verständlicher werden sie sich mit anderen Sichtweisen auseinandersetzen, was einen großen Wert für unsere Stadt und unsere Gesellschaft ausmacht. So ist die GEDE zu einer Prestigemarke in dieser Stadt geworden. Ich wünsche mir für die GEDE, dass ihre Präsenz in unserer Stadt weiter so erfolgreich erlebt werden kann, wahrgenommen werden kann. Sie wissen, ich stehe Ihnen zur Seite und das wird auch zukünftig so bleiben. Ich freue mich sehr, dass nun in ähnlicher Fortsetzung wie in den anderen Räumen die persönliche Vorstellung der einzelnen Künstlerinnen zu ihren eigenen Werken erfolgen wird. Und ich wünsche Ihnen einen sehr bereichernden Abend, denn ich glaube, wir können heute noch einige Zeit hier verbringen. Es werden sich Gespräche ergeben und es gibt keine Alternative dazu. Nutzen Sie diese Zeit intensiv, so wie ich das auch tun werde. Einen vergnüglichen, genussvollen Abend. Thank you.
aufstellenden Künstlerinnen bitten, hier einmal ganz kurz zu mir nach vorn zu kommen. Und zwar ist es einmal Alexander Albrand, Renate Basten, Bootleg Lütissen, Astrid Klaus, Christine Karbaum, Sandra Riesch, Friederike Tomaschki und Svenja Betz. Ihr bekommt jetzt die übliche Federhose. Ihr seid dann ganz neu, wisst es nicht. Insofern eine kleine Überraschung. Ein kleines Dankeschön. Vielen Dank. Mal einmal kurz zu mir bitten. Katharina, du hast schwer gearbeitet und auch Bruni und Marianne für die Gruppe Musik. Du warst, glaube ich, auch hier, ja. Ihr bekommt sie heute auch mal. Vielen Dank für eure Mühe. Danke. Danke. Dann möchte ich noch kurz den Herrn hier vorstellen, der so ganz fleißig ist. Das ist Herr Wellner vom Offenen Kanal. Wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Von der Kulturwebseite Unser Lübeck bin ich heute hier. Auch. Ja. Ja. Danke. Ja, ich würde sagen, dann ist die Ausstellung hiermit eröffnet. Ich möchte noch kurz dazu sagen, dass wir Sie heute Abend zu Getränken und ein bisschen Gebäck einladen.